How many of you were at the lecture this morning? Wie viele von Ihnen waren bei dem Vortrag heute früh? Oh, quite a lot. Ziemlich viele. Thanks. Danke. Well, it would help me if you started out with some. Any of you have questions from this morning? Es würde mir helfen, wenn Sie heute, wenn Sie mit einer Frage anfangen würden von heute früh zum Beispiel. Because you know, there's of course quite a bit I can speak about. Natürlich könnte ich über eine ganze Menge sprechen. But you know, you're such a diverse group of people. Aber Sie sind so eine unterschiedliche Gruppe von Menschen. Is that all right now? Oh, now it's okay. So I have to find out how I can speak to you about practice in a way that's accessible. Deshalb muss ich herausfinden, wie ich über die Praxis mit Ihnen sprechen kann, so dass es zugänglich wird. You know, we have this theme of again of ancient contemporary wisdom. Und wir haben das Thema von alten und zeitgenössischen Weisheiten. Mm-hmm. If you all of you cook, to some extent you cook. Also wenn Sie kochen und wahrscheinlich zum gewissen Grad wird jeder von Ihnen einmal kochen. Is cooking ancient wisdom? Ist dann Kochen eine alte Weisheit? People have been cooking for an awful long time. Denn die Menschen haben schon seit unglaublich langer Zeit gekocht. But still, yeah, you can maybe put food things together in a way no one's ever done before. Vielleicht kann man trotzdem aber noch Essen so zusammenstellen auf eine Weise, wie das noch nie jemand vor einem getan hat. No, I'm speaking English and she's speaking German. Ich spreche Englisch und sie spricht Deutsch. And people have been speaking English and German for a long time. Und die Menschen haben schon seit sehr langer Zeit Englisch und Deutsch gesprochen. Yet we can write a poem no one's ever written before. Dennoch können wir ein Gedicht schreiben, das bisher noch niemand geschrieben hat. And this present time will at some time be called ancient, an ancient time. Und auch diese gegenwärtige Zeit wird zu irgendeinem Zeitpunkt einmal alte Zeit, vergangene Zeit heißen. And people who lived in ancient times, of course, they thought it was just like this. It looked different, but. Und natürlich die Leute, die zu den uralten Zeiten gelebt haben, dachten, es sei eine Zeit so wie diese. Natürlich hat sie damals aber anders ausgesehen. Yeah, so, but yet, there is some way we can, I think we can penetrate our activity. Dennoch, glaube ich, gibt es eine Art und Weise, wie wir in unsere Handlungen hinein eindringen können. Perhaps our cooking. Vielleicht unser Kochen. Yeah, perhaps our speaking, our language. Vielleicht unser Sprechen, unsere Sprache. In which we feel we're at the roots of what cooking's about, or the roots of what language is about. Wo wir dann vielleicht spüren, dass es das ist, was die Wurzel des Kochens oder der Sprache ausmacht. Now, you know, what does that mean to us sitting here? Aber was bedeutet das für uns, die wir hier sitzen? What does it mean to me trying to practice Zen Buddhism? Was bedeutet das für mich, der ich Zen Buddhismus praktizieren möchte? Yeah, no, so I have these kinds of questions. So stelle ich mir diese Art von Fragen. And I'm always asking myself questions. Und ich frage mich immer selber Fragen. What exactly is going on? Was genau geht vor sich? How do I know what's going on? Und wie kann ich wissen, was vor sich geht? Things like that. Dinge wie diese. So again, does somebody have something you want to bring up from this morning? Yes. Actually, two things. The first is I didn't get what form was as the last thing. Mm-hmm. Because that's all right. We can hear you. You can repeat it. You know, looser and looser and wider and wider, yeah. And then suddenly form came in again. That's the one point. And the other point is, these are all stages of our awareness or thinking, and it goes away more and more. But how does emotion come into these five phases? Okay. Deutsch bitte? Yeah. Also ich habe zwei Fragen. Can you hear her? All right. Okay. Die erste betrifft, wie Form als letzter Punkt bei diesen fünf Skandas aufkommt, weil es doch eigentlich immer weiter wird
und dann plötzlich am Ende ist wieder Form da, die mir eng vorkommt. Und der zweite Punkt war, wie in diesen verschiedenen Phasen die Emotionen reinkommen, also welche Rolle die in diesem Prozess spielen. Mm-hmm. Okay. I think you have, it's not so easy for me to explain. Es ist nicht so einfach für mich, das zu erklären. And I think anybody who looks at this with some care, as you seem to have. Und ich glaube, jeder, der das etwas sorgfältig betrachtet, so wie es mir scheint, dass Sie das getan haben, has some difficulty with the form skanda. Hat Schwierigkeiten mit dem Formskanda. Now, the word skanda just means heap. Das Wort Skanda bedeutet einfach nur Haufen. Okay. All right. So I will try to speak with you today. Und ich versuche mit Ihnen heute zu sprechen. And I don't know if you want to do some meditation, sitting or what you'd like to do. Und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch Sitzmeditation machen möchten oder was Sie gerne hätten. But I'd like to speak to you today. Aber ich würde gerne mit Ihnen heute sprechen. In ways that give you a feeling for what practice is about. Auf Weisen, die Ihnen dann ein Gefühl vermitteln, was Praxis auf sich hat. Yeah, because any of you can practice. Denn jeder von Ihnen kann praktizieren. Practice is really about how you bring your attention to things. Denn Praxis bedeutet eigentlich wirklich, wie Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Dinge richten können. And what you bring your attention to shapes your life. Oder Absicht oder und das, worauf Sie Ihre Absicht richten können, das wird dann Ihr Leben formen. Okay. Now, the view of Buddhism. Die Sichtweise des Buddhismus. As a teaching. Als Lehre. Not so much as a religion. Weniger als Religion. Is that we live in a world of almost infinite possibilities. Ist, dass wir in einer Welt von beinahe unbegrenzten oder unendlichen Möglichkeiten leben. We live in a rather plastic world even. Wir leben in einer not in the negative sense. Plastischen, also vielleicht formbaren Welt, also das jetzt nicht im Negativen verstanden. Even our physiology and selbst unsere Physiologie, brain, our body, unser our Gehirn, mind, Körper, unser Geist are much more fluid than I think people realize. Sind viel flüssiger, als die meisten Menschen glauben oder begreifen. Okay, so the word skanda means heaps. Also das Wort skanda bedeutet Haufen. Which means that there's all these possibilities. Das bedeutet, es gibt all diese verschiedenen Möglichkeiten. And you can arrange them in different piles. Und die können Sie in den unterschiedlichen Haufen anordnen. And you change, if you change the arrangement, you change reality. Und wenn Sie diese Anordnung ändern, dann ändern Sie auch die Realität. Okay, so one of the aspects of the teaching of the five skandhas, the five heaps. Und einer der Aspekte der Lehre der fünf Skandhas, der fünf Haufen, Anhäufungen, is in this list of consciousness, associative thinking, associative mind. In der Liste von Bewusstsein, assoziatives Denken oder assoziativer Geist. Perception only. Nur Wahrnehmung. Non-graspable feeling. Nicht greifbares Gefühl. And form. Und Form. There's no self. Da gibt es kein Selbst. Yeah. So in other words, you can look at everything in the world without an idea of self. Das heißt mit anderen Worten, man kann alles in der Welt betrachten, ohne ein Selbst dazu zu brauchen. So you can everything you know about is either comes through the percepts or through feeling and so forth. Also alles, was man von der Welt wissen kann, kommt entweder durch die Wahrnehmung oder das Gefühl und so weiter. So you could say practice is a rearrangement of your experience. Also könnte man sagen, dass Praxis eine Neuanordnung ihrer Erfahrungen so that, darstellt. So that you notice that self is not a permanent fact of the world. So dass Sie bemerken, dass das Selbst kein permanenter Faktor dieser Welt ist. Okay. All right. So now the five skandhas are a teaching
within a complex world. Also sind die fünf Skandhas eine Lehre in einer komplexen Welt. Okay, sorry. Entschuldigen Sie. So it doesn't describe the world. Diese beschreiben die Welt nicht. It describes an arrangement of the world. Sondern es beschreibt eine Anordnung der Welt. Okay, so you have to think of it as an arrangement. Also müssen Sie sich das als eine Anordnung vorstellen. And this arrangement from consciousness. Es ist eine Anordnung vom Bewusstsein to less consciousness, more awareness. In Richtung weniger Bewusstsein zu mehr Gewahrsein hin. Yeah, and now it's a movement away from, oh dear. It's like consciousness has a lot of baggage in it. Also so wie Bewusstsein ganze Menge Gepäck mit sich bringt. Okay, let me give you another example. Dann gebe ich Ihnen ein anderes Beispiel. I'm sitting in my house. Ich sitze in meinem Haus. And I hear something. Und ich höre etwas. There's a reaction to it. Dann habe ich eine Reaktion darauf. But I don't even have any feeling about it yet. Aber ich habe noch gar kein Gefühl dazu oder darüber. That's form. Das ist Form. Now I add feeling to it. Dann füge ich Gefühl dort hinzu. Okay. So I add feeling to it and I can feel something. Und ich also füge das Gefühl hinzu und dann spüre ich etwas. And then, it's music. I hear it. Dann sage ich, das ist Musik, ich höre es. Okay, so now I'm in the third Skanda. Also bin ich jetzt im dritten Skanda. I've heard something. Ich habe etwas gehört. But I've made no associations with it yet. Aber ich habe jetzt noch keine Assoziation damit gemacht. Then I think, yes, that's a song and I used to hear it when I was younger and so forth. Und dann sage ich, das ist ein Lied und das habe ich oft gehört, als ich jünger war und so weiter. Now I'm in associative consciousness. Und jetzt bin ich im assoziativen The percept has drawn associations to it. Diese Perzeption hat die Assoziation angelockt. Sozusagen. Now I give it a name and an identity. Und jetzt gebe ich ihm einen Namen und eine Identität. And then that becomes part of my consciousness. Und das wird dann Teil meines Bewusstseins. Okay, so from this way of thinking all day long and all night too in a way. Und von dieser Art des Denkens ganze tagsüber und sogar nachts über. Various things are happening. Geschehen unablässig Dinge. Which attract baggage as we relate to them. Die immer mehr Gepäck ansammeln, desto mehr wir uns mit ihnen auseinandersetzen. And generate consciousness. Und das bringt dann das Bewusstsein hervor. Now most of us just live in consciousness. Die meisten von uns, die leben einfach nur im Bewusstsein. We're already in the midst of consciousness by the time we notice that there's a song we heard. Wir befinden uns bereits im Bewusstsein, wenn wir überhaupt merken, dass da ein Lied in der Luft ist. So we could say that the practice of the five skandhas is to learn to slow them down. Also könnten wir sagen, dass die Praxis der fünf Skandhas darin besteht, diese zu verlangsamen. Which you can do through the practice of mindfulness. Das kann man mit der Praxis der Achtsamkeit machen. Or the practice of meditation. Oder mit der Praxis der Meditation. It would be impossible, I think, without the practice of mindfulness. Und ich glaube, das wäre ohne die Praxis der Achtsamkeit unmöglich. Okay, so that one of the things we could talk about is what's the practice of mindfulness. Und jetzt wäre das etwas anderes, über das wir auch sprechen könnten, die Praxis der Achtsamkeit. Okay, now if you see this as an arrangement, the five skandhas. Und wenn Sie das jetzt als eine Anordnung sehen können, diese fünf Skandhas. After a while you get so you can feel consciousness being formed. Dann gelingt es Ihnen nach einer gewissen Zeit zu spüren, wie sich dieses Bewusstsein formiert. So we need to target it the other direction. Also müssen wir jetzt in die andere Richtung zielen. The target at the other direction is form. Und die Richtung, die Zielrichtung in die andere Richtung ist Form. Because you keep taking all the baggage away, where do you end up? Denn wo gelangen Sie denn hin, wenn Sie dieses Gepäck immer mehr reduzieren? You end up at emptiness. Dann kommen Sie bei der Leerheit heraus. Dann könnte man sagen, dass das sechste Skanda Leerheit ist. But here we're only dealing with form, feeling, perceptions, etc. Aber hier beschäftigen wir uns nur mit Form, Gefühlen, Perzeptionen und so weiter. Now, where
emotion comes in, wo jetzt die Emotion hineinkommt, is not, as some people I think get mixed up and think it's in the feeling skanda. Und das ist nicht hier, wie wie oftmals Leute das verwechseln, dass es bei dem Gefühlskanda kommt. It's in the perceptual and associative skanda. Sondern es kommt in dem Wahrnehmungsskanda und dem assoziativen. Because it has duration. Denn es hat eine gewisse Dauer. It has a beginning and end. Es hat einen Anfang und ein Ende. Non-graspable feeling doesn't have a beginning and end. Dieses nicht greifbare Gefühl kennt keinen Anfang und kein Ende. So a feeling like anger, you get more angry and less angry and so forth. It's like a thought. Denn ein Gefühl wie Ärger, das hat einen Anfang, also man wird mehr ärgerlicher und weniger ärgerlich, also es hat einen Anfang und ein Ende, und deshalb ist es eher etwas wie ein Gedanke. So if the skanda struck you is interesting. Wenn die Skandas Sie irgendwie erwischt haben als etwas Interessantes, it's just a tool. Ist es bloß ein Werkzeug. It's a way to notice how you construct your own consciousness. Es ist eine Art und Weise, wie man bemerken kann, wie man sein Bewusstsein konstruiert. Mm-hmm. Okay. I don't know if that answers your question, but it's the best I can do right now. Also ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber das ist das Beste, wie ich es im Moment kann. Ja. Okay, someone else? Hat noch jemand eine Frage? Yes. Ich habe keine Frage, aber eine Bitte. Könnten Sie uns ein bisschen sagen, was Sie heute Nachmittag mit uns vorhaben, so dass eine gewisse Struktur Could you tell us what you're intending to do this afternoon so we can feel some structure in what you're doing here? Oh, I'm sorry. Das tut mir leid. If you stay till the end, you might find some structure. Wenn Sie bis zum Ende bleiben, dann finden Sie vielleicht eine Struktur. I'm trying to give local structure. Also ich versuche hier sehr lokale Strukturen we'll zu see haben. If we build up a bigger structure. Und dann sehen wir, ob wir eine größere Struktur konstruieren können. Because I can be much more responsive to you if I don't arrive here with a structure. Denn ich kann sehr viel mehr auf Sie eingehen, wenn ich keine Struktur habe, als wie wenn ich schon mit Struktur hier ankommen würde. Ja. Yeah. I mentioned earlier, I have a little daughter now. Also ich habe das vorher schon erwähnt, aber ich habe eine kleine Tochter jetzt. And we can watch her kind of shaping the five skandhas. Und wir können sie beobachten, wie sie jetzt doch irgendwie so die fünf Skandhas formt. Yeah, I told you, I think she's 11 weeks old now. Also ich habe Ihnen gesagt, ich glaube, sie ist jetzt 11 Wochen alt. So until recently, she just moved her arms all around the place. Also bis vor kurzem hat sie ihre Arme einfach nur so hin und her geworfen. And she didn't have any way to coordinate her relationship to the world. Und sie kannte keine Art und Weise, wie sie ihre Beziehung zu der Welt koordinieren kann. So her hand might touch my face. Dann hat vielleicht ihre Hand mein Gesicht berührt. But there was no intention in the touching. Und da gab es keine Absicht in ihrem Berühren. And there was no consciousness in the touching. Und da war kein Bewusstsein in diesem Berühren. She felt something, but she didn't know, you know. Sie hat vielleicht etwas gespürt, aber sie wusste nicht Bescheid. And where she was born in Colorado. Und sie wurde in Colorado geboren. And believe it or not, the doctor wore cowboy boots. Und glauben Sie es oder nicht, der Doktor hat Cowboystiefel getragen bei der Geburt. So we think she's really half American anyway. Also glauben wir wirklich, dass sie halb amerikanisch ist. And where we had to drive an hour to the hospital. Und wir mussten eine Stunde zum Krankenhaus fahren. And we had to pass lots of cows. Und da mussten wir an sehr vielen Kühen vorbeifahren. And they were all giving birth at the same time. Und die haben dort auch zur gleichen Zeit alle gekalbt. Except that except they made their babies from grass and we made ours from vegetables or something. Also außer dass die ihre Babys aus Gras gemacht haben und wir unseres aus Gemüse. How do you make a baby from grass or vegetables? Also wie macht man denn ein Baby aus Gras oder Gemüse? This is something mysterious. Das ist etwas wirklich Geheimnisvolles. So I don't want to have too much structure. I want to stay with this mystery. We don't know what's happening. Also möchte ich nicht zu viel Struktur haben, sondern bei diesem Geheimnis, wo man nicht weiß, was draus wird. Yeah. So she's
But now she's beginning to explore our faces and so forth. Aber jetzt beginnt sie damit, unsere Gesichter zu erkunden. But if I took her out of the car driving past one of these cows. Aber wenn ich sie jetzt aus dem Auto nehmen würde, wenn wir bei so einer Kuh vorbeifahren. And held her up close to the cow. Und sie ganz dicht an die Kuh halten würde. She'd just see a wall of brown hair. Dann würde sie nur eine ganze Mauer von braunen Haaren sehen. She'd have no way of knowing it was a cow. Da hat sie überhaupt keine Möglichkeit zu wissen, dass es sich um eine Kuh handelt. Even if we're some distance from it, she can't know it's a cow. Selbst wenn wir eine kleine Entfernung davon weg wären, wüsste sie auch nicht, dass es eine Kuh ist. So she hasn't formed a way to put what she sees together with in any integrated way. Also sie hat noch nichts entwickelt, wie sie das, was sie sieht, auf eine integrierende Weise zusammensetzen kann. But it's, well, first I think she's getting her body together. Aber zuerst, glaube ich, setzt sie ihren Körper irgendwie zusammen. And eventually she's beginning to form images and so forth. Und später wird sie dann Bilder formen lernen. And they say that a baby can hear and reproduce every sound in any language up to about a year old. Und man sagt, ein Baby kann bis zum Alter von einem Jahr alle Klänge von allen Sprachen hören und nachmachen. Yeah, all the Chinese sounds and so forth. Alle chinesischen Klänge und so weiter. But if they're not exposed to it after a year, they can't reproduce those sounds anymore. Aber wenn sie diesem nicht ausgesetzt wurden, dann können sie nach einem Jahr diese Töne nicht mehr nachmachen. So she's shaping her world right now. So formt sie im Moment ihre Welt. Shaping what her consciousness will be. Sie formt, wie ihr Bewusstsein später sein wird. And we're participating in that. Und daran nehmen wir teil. And we want to give her as much freedom as possible in that construction. Und ich oder wir möchten ihr die größtmögliche Freiheit geben in dieser Konstruktion. And be aware that it's construction somehow. Und dass sie sich darüber gewahr ist, dass es eine Konstruktion darstellt. So Zen practice is a lot like that. Und die Zen-Praxis ist ziemlich zum großen Teil auf so eine Art. You want to become aware that you're actually constructing reality. Man möchte sich gewahr werden, dass man eigentlich seine Realität konstruiert. And begin to get a feeling of how to participate in how you're constructing reality. Und ein Gefühl dafür bekommen, wie man an dem Konstruieren der Realität teilnehmen kann. You can see it happening in a baby. Man kann es bei einem Kind sehen, wie das geschieht. And through the practice of mindfulness and meditation, you can begin to feel it happening in yourself. Und durch die Achtsamkeitsübung und Meditation kann man in sich selber sehen, wie man das macht oder wie das vorgeht. Mm-hmm. Now, did they give me a? Okay. Now, does someone else have something before I probably talk about mindfulness? Hat jemand noch etwas zu sagen, bevor ich wahrscheinlich über Achtsamkeit sprechen werde? Mm-hmm. Yes. I like stupid questions. Where is the enlightenment in this construction of this five standards? Deutsch bitte. Wo ist die Erleuchtung in this construction of this five standards? Well, I would say that enlightenment, it's an a teaching like the five skandhas is. Yeah. Also ich würde sagen Erleuchtung oder die Lehre der fünf Skandhas. Is based on an enlightened view of the world. Also diese Lehre der fünf Skandhas basiert auf einer erleuchteten Art, wie man die Welt sieht. Yeah. And so I think one of the problems of Buddhism in the West. Ich glaube, eines der Probleme des Buddhismus im Westen is we overemphasize enlightenment. Dass wir Erleuchtung überbetonen. Much more than they do in, we emphasize it much more than they do in Asia. Wir betonen das viel mehr, als das in Asien getan wird. And I think we wait for one of the problems of practice in the West, which I don't want to get into this too much. Und ich glaube, ein Problem des Praktizierens im Westen, und da möchte ich jetzt nicht
mehr drauf eingehen. As we end up waiting for or looking for enlightenment. Ist, dass wir dazu neigen, auf die Erleuchtung zu warten oder danach zu suchen. Unless, as if it's going to suddenly change everything and you know everything and everything's wonderful from then on. Als ob sich dann alles ändert und dann alles wunderbar ist ab diesem Moment. Yeah. Enlightenment ain't too bad. I mean, if you have the taste of it, but you know, there's also the craft of wisdom. Also Erleuchtung ist ja nicht so übel, wenn man davon mal einen Geschmack bekommen hat, aber es gibt auch ein Handwerk der von Weisheit. And what I would like people to realize is they already everyone virtually everyone has various degrees of enlightenment and enlightenment experiences. Und was ich gerne möchte, dass die Leute begreifen, ist, dass beinahe eigentlich jeder schon zu gewissen Graden Erleuchtungen hat. And the craft of practice is to open yourself to those experiences you've already had. Und diese Fähigkeit oder das Handwerk der Praxis besteht darin, sich diesen Erfahrungen gegenüber zu öffnen, die man schon hatte. You probably wouldn't even be here if you didn't have some experience of enlightenment already. Und sie wären wahrscheinlich alle überhaupt gar nicht hier, wenn sie nicht schon irgendeine Erfahrung von Erleuchtung hatten. Some intuition that has pushed you to being here. Eine Intuition hat sie dahin geschoben, dass sie hier hergekommen sind. But it's very difficult if you're mostly aware only of your consciousness. Aber dieses ist sehr schwierig, wenn Sie sich hauptsächlich nur Ihres Bewusstseins gewahr sind. To be aware of enlightenment experiences. Dass Sie sich eine Erleuchtungserlebnis gewahr sind. Okay. Maybe I come back a little bit to that in a minute. Yes, you had a question? Vielleicht komme ich da nachher nochmal zurück. I think you half answered it. I wanted to know if there was a quick way of getting to the form. Ah. Deutsch bitte. Also ich dachte, also die meine Frage haben Sie zur Hälfte schon beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, ob es eine Abkürzung zur Form gibt. Yeah. Were you there here this morning? Sunbathe. Sonnenbaden, haben Sie das nicht heute früh gehört? In der Sonne liegend. In anderen Worten. You probably have already experienced this. Just form. Also ich, mit anderen Worten, wahrscheinlich haben Sie dieses reine Form bereits schon erfahren. But you haven't really noticed it. Aber Sie haben es nicht wirklich bemerkt. Or you haven't recognized its significance. Oder Sie haben diese Bedeutung davon nicht ganz erfasst. So I'm trying to speak also here in ways that draw out what you already know. Und wie ich hier auch sprechen möchte, ist auf eine Art und Weise, dass es Dinge aus Ihnen hervorlockt, die Sie bereits kennen. Mm-hmm. Rumi has a poem. Rumi hat ein Gedicht. For many years I knocked on that ancient door. Jahrelang habe ich an diese uralte Tür geklopft. When at last it opened. Und als sie sich schließlich öffnete. I found I was knocking from inside. Habe ich festgestellt, dass ich von innen angeklopft habe. And practice is something like that. Und praktizieren ist etwas derartiges. So maybe I'm speaking to you to all let you know that you're inside. Und so wie ich sprechen möchte, ist Ihnen zu zeigen, dass Sie von innen schauen. But if so, what gives us the feeling we're outside? Aber wenn es so ist, was gibt denn uns überhaupt das Gefühl, dass wir von außen sind. This kind of question we can ask. Diese Art Frage können wir uns fragen. Mm-hmm. Someone else? Yes. Ich hätte gerne gewusst, was er zur Reinkarnation sagt. I'd like to know what you say about reincarnation or what's your attitude towards that. I don't know anything about it. Ich weiß darüber überhaupt nichts. It's a big topic. I don't know if I want to get into it. Das ist ein Riesenthema und ich weiß nicht, ob ich da mich hineinlassen möchte. Mm-hmm. It, on the whole, I mean, in Zen practice, we only teach what we've experienced. Also in der Zen-Praxis lehren wir nur das, was wir selber erfahren haben. I know some Buddhist schools and all over the world. I've done quite a lot of study of this. There's all different theories of reincarnation.
Also es gibt einige Schulen im Buddhismus und überhaupt überall in der Welt diese Vorstellungen von Reinkarnation, und das habe ich auch untersucht. And what is interesting is the theories predict what kind of reincarnations will happen. Und was interessant daran ist, dass die Theorien vorhersagen, was für eine Art von Reinkarnation es dort gibt. So it may be true. Deshalb kann es möglicherweise wahr sein. As there are many things that are hard to explain that may be true. Wie es viele Dinge gibt, die schwer zu erklären sind und trotzdem wahr sind. So we accept them when they appear. Deshalb akzeptieren wir diese, wenn sie aufkommen. But I don't see any usefulness in making a theory about it. Aber ich sehe keinen Nutzen darin, eine Theorie darüber zu erstellen. So there's no teaching in Buddhism per se that depends on a belief in reincarnation. Und es gibt keine Lehre im Buddhismus an sich, die auf dem Glaube oder auf Reinkarnation beruht. And no one knows what the Buddha really said. Und kein Mensch weiß, was der Buddha wirklich gesagt hat. But sometimes it sounds like he said there's no reincarnation, and sometimes he said, oh, if you want to believe in reincarnation, okay. Es klingt manchmal so, als ob er sagen würde, es gibt keine Reinkarnation, und andererseits gibt es Stellen, wo es klingt, wenn Sie an Reinkarnation glauben, ist es auch in Ordnung. But you know, I'm really quite, excuse me to say this to my young wife, I'm really quite happy to die at any time. Also, ich bin jederzeit froh zu sterben. Entschuldige, dass ich das vor meiner jungen Frau sagen muss hier. And yet I gladly stay alive. Aber dennoch bleibe ich sehr froh auch am Leben. But I'm not particularly interested in continuing forever. Aber ich bin nicht unbedingt daran interessiert, immer und für die Ewigkeit weiterzumachen. So it never occurs to me, do I want to live? No. Also es kommt mir der Gedanke nicht auf, ob ich da noch länger leben möchte. This is good enough right now. Das ist schon gut genug für mich gerade. So I actually never think about it. Deshalb denke ich wirklich nie darüber nach. I know I have people who practice with me who do think about it. Und ich weiß, dass Leute, die mit mir praktizieren, die darüber nachdenken. Well, I don't know. This right now is quite good enough. Also gerade jetzt ist ziemlich gut genug. Yeah. Something else? Yes. Wir sprachen eben von Konstruktionen. You just talked about construction, so that means that reality is being constructed. My question is in... So my question is the conditions you give, I think. The conditions, what kind of vision or value, kind of value you give this? I do? That is a construction? The conditioning... The construction becomes what we think is reality. Yeah. Wisdom is to know it's not. So how strongly does come in the conditioning which are around or you put into it form then this process? Oh, completely. Not total. Completely. The conditioning forms 99%. Dieses Konditionieren, das formt 99% davon. Okay, so where does the conditioning occur? Wo findet denn dieses Konditionieren überhaupt statt? Primarily in your consciousness. Hauptsächlich findet das in Ihrem Bewusstsein statt. Look how wild your dreams can be. Schauen Sie doch, wie wild Ihre Träume sein können. But if you're with a Jungian therapist, you have Jungian dreams. You're with a Freudian therapist, you have Freudian dreams. Und wenn Sie mit einem jungianischen Therapeut sind, haben Sie jungianische Träume und mit Freud dann freudische Träume. So conditioning reaches into our dreams. Also selbst diese Konditionierung reichen bis in unsere Träume hinein. But conditioning still doesn't reach as far into our dreams as it reaches into consciousness. Aber dieses Konditionieren gelangt nicht so tief in unsere Träume hinein, wie das in unser Bewusstsein hineingelangt. So if you want to be free of conditioning. Wenn Sie also von Konditionierungen frei sein wollen, and that's what the idea of original mind or original face means. Das ist die Idee, die hinter ursprünglichem Geist oder ursprünglichem Gesicht steht. How do you see your original face? Wie sieht man sein eigenes ursprüngliches Gesicht? How do you know your original mind? Wie kennt man seinen ursprünglichen Geist? That if it can't be one
100% free of conditioning. Es ist niemals 100% frei von Konditionierung. Because your body, you are a form of conditioning by genetics. Also denn der eigene Körper oder Mann ist schon konditionierte Form rein durch die Gene, die man hat. But you can be, I don't want to be too philosophical here, I'm trying to be practical. Ich möchte hier nicht zu philosophisch sein, sondern versuchen praktisch zu sein. But you can be in the direction of freedom from conditioning. Aber Sie können sich in der Richtung zu Freiheit von Konditionierung and that's finden. A powerful dynamic. Und das ist eine sehr machtvolle Dynamik. Usually we're moving toward more conditioning. Denn üblicherweise bewegen wir uns hin in Richtung mehr Konditionierung. Okay. So there's a little Zen story. Also hier kommt jetzt eine kleine Zen-Geschichte. Dao Wu and Yunyan. Von Dao und Yunyan. And they were brothers and brother. Brüder, aber auch Mönch. Sun is sweeping. Dao Wu comes by and says, too busy. Okay. Yunyan is sweeping. Yunyan hat gekehrt und Dao Wu kommt vorbei und sagt, viel zu beschäftigt. And Dao Wu said, too busy. Und Dao sagt, viel zu beschäftigt. And Yunyan said, you should know there is one who is not busy. Und Yunyan sagt, du solltest wissen, es gibt den einen, der nicht beschäftigt. Now you can use a phrase like that. Und man kann einen Satz wie diesen jetzt verwenden. The one who is not busy. Der nicht beschäftigt ist. So in the middle of your activity. Also mitten in ihrer Handlung und Aktivität. You can try to feel, is there one who is not busy? Können Sie versuchen zu spüren, gibt es da einen, der nicht beschäftigt ist? Can you imagine that? Können Sie sich das vorstellen? Also who's not busy? Also Sie werden sehr beschäftigt, aber gibt es da nicht doch einen, der nicht beschäftigt ist. Now I tried when I was first practicing. Und ich versuchte, als ich ganz am Anfang meiner Praxis war. I had a great deal to do at the time and job and so forth. Ich hatte unheimlich viel zu tun. Ich hatte ein Büro, eine Arbeit und so weiter. And I noticed I was always going somewhere or doing something. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer irgendwo hin musste oder gerade etwas getan. But I had very made me realize that. You know, it'd be nice not to be caught in that. Und ich hatte eine Anzahl von Erfahrungen, wo ich dann dachte, es wäre schön, wenn ich nicht immer darin gefangen wäre. But I had tremendous going. Aber ich hatte unheimliche Energien in kommen und gehen. So I took two simple phrases. Und somit habe ich einfache Sätze genommen. No place to go. Es gibt keinen Ort. And there's nothing to do. Es gibt nirgends hinzugehen und nichts zu tun. So no matter how I was going somewhere and I'd stop, there's no place to go. Also ganz egal, was alte Zeit und die gegenwärtige Zeit. And then here's this was a taste of timelessness. Und dann diesen Geschmack von Zeitlosigkeit. Oh. Also ich bin irgendwo hingegangen, aber ich habe mir gesagt, es ist kein Ort, wo ich hin muss. And suddenly, und plötzlich gab es keinen Ort mehr, wo ich hin musste. I'd get there eventually, but my mind was free of going. Also ich würde da ich schon mit der Zeit hingelangen, aber mein Geist war frei von hingehen. And there's, I'd have to do a lot of things. Und ich musste unheimlich viele Dinge tun. And sometimes you feel overwhelmed. Und manchmal fühlt man sich überwältigt von all dem. But at this particular moment, what is there to do? Aber in genau diesem spezifischen Moment, was gibt es da schon zu sometimes tun? It drives her a little crazy. Manchmal macht es sie ganz verrückt. We have to get ready to go somewhere. Wir müssen irgendwo hin, fertig werden zum irgendwo and hingehen. A lot to do to get to the airport or whatever. Und da gibt es unheimlich viel zu tun, bevor wir zum Flughafen kommen. And she says, we have to do this and this. Und sie sagt, wir müssen das, das und das alles noch machen. And I say, I'm enjoying sitting here. Und ich sage, ach, ich genieße es hier zu sitzen. There's nothing to do. Es gibt ja gar nichts zu tun. I can drive people crazy a little bit. Das kann Leute wirklich wahnsinnig machen. So, I should get a little more organized. Also true. Sollte ich doch etwas organisierter werden, das ist auch. But wahr. I got here today. Here I am sitting here. Und aber ich habe es geschafft, hierher zu gelangen heute, und ich sitze jetzt hier. And it's a wonderful freedom to always feel mentally there's no place to go and nothing to do. Und das ist eine enorme Freiheit, wenn man spüren kann, dass es fundamental kein
nichts zu tun gibt und nirgends muss man hingehen. That's a kind of timelessness. Das ist eine Art Zeitlosigkeit. That's in the midst of time. Die sich aber mitten in der Zeit befindet. And timelessness is hidden in time. Und diese Zeitlosigkeit versteckt sich in der Zeit. Anfangen, ein Gefühl für Zeitlosigkeit zu bekommen. The sense of ancient time, present time. Das Gefühl von uralter Zeit und gegenwärtiger Zeit, das fällt dann ab. Mm-hmm. There's lots of ways you can enter this. Und das ist eine Vielzahl von Wegen, wie man da hineingelangen kann. One is this sense of the one who's not busy. Das eine wäre dieses Gefühl für der eine, der nicht beschäftigt ist. The other is the phrases I just gave you. Das andere wären die anderen Sätze, die ich Ihnen gegeben habe. Another one, it's useful. Und es gibt noch etwas, das sehr hilfreich ist. Just now is enough. Gerade jetzt, das ist ausreichend. Doesn't that have to be true? Muss das nicht einfach auch wahr sein? Do you have another alternative? Gibt's denn dazu eine Alternative? Just now is enough. Also gerade jetzt ist ausreichend. But of course, if you're hungry and you have to go to the toilet, just now may not be enough. Also natürlich, wenn Sie hungrig sind oder auf die Toilette müssen, ist das jetzt gerade eben doch nicht genug. But until you get to the toilet, just now has to be enough. Aber bis Sie zu der Toilette gelangen, muss es gerade jetzt ausreichend sein. Or until there's food, just now has to be enough. Oder bis es das Essen gibt, muss jetzt ausreichend sein. You don't have any alternative except this. Sie haben keine Alternative außer diesem. So, and if this doesn't satisfy you, you're in deep trouble. Und wenn das dieses Sie nicht zufriedenstellt, dann haben Sie große Probleme. So you can use a phrase like this. Also können Sie einen Satz wie so einen verwenden. Just now is enough. Gerade jetzt. And you can begin to find, well, there's a mind in which just now is not enough. Und dann sehen Sie, es gibt einen Geist, in dem jetzt nicht ausreichend ist. Aber es gibt auch ein Geist, in dem jetzt ausreichend ist. And they're not the same mind. Und dabei handelt es sich nicht um den gleichen Geist. But they interpenetrate each other. Sondern sie tun sich gegenseitig durchdringen. And if you take an antidotal phrase like just now is enough. Und wenn Sie so eine Art Gegenmittelsatz verwenden, wie zum Beispiel gerade jetzt ist genug. And you repeat it to yourself whenever you notice anything. Und den wiederholen Sie still vor sich, immer wenn Sie etwas bemerken. It eventually begins to produce that mind. Dann beginnt das schließlich diesen Geist hervorzubringen. Mm-hmm. And, okay, yes. You have a little daughter? Oh. Ah, how old? Now they are 10 and 14, but they're small and they're still coming and love it. Uh-huh. Deutsch bitte? Yeah, we have given the kind of how in the near is going to be. Well, I have a third. This is my third child. Also, das ist jetzt mein drittes Kind. Yeah, her first. Ist aber ihr erstes. And I have had a little different feeling with all three. Und für jedes einzelne hatte ich anderes Gefühl. Mm-hmm. But I know that my consciousness is shaping her consciousness. Aber ich weiß, dass mein Bewusstsein auch ihr Bewusstsein formt. So I want my consciousness to shape her consciousness as little as possible. Also möchte ich, dass mein Bewusstsein ihr Bewusstsein so wenig wie möglich formt. Yeah, but still, she has to get shaped from somewhere. Aber dennoch muss sie ja von irgendwoher geformt werden. Okay, so when she is crying a lot. Also wenn sie sehr viel weint. With this woman as the mother, she's almost always with the baby. Also mit dieser Frau als Mutter
die ist fast die ganze Zeit mit dem Baby zusammen. So she has the same decision as I do, but she's able to function better than I am, since she can nurse. Also sie hat die gleiche Vorstellung wie ich, aber sie funktioniert da besser als ich, denn sie kann auch stillen. But when the child is in some gastrointestinal distress, also wenn das Baby in Verdauungsschwierigkeiten gerät, or very hungry, oder sehr hungrig ist, I can hardly say to this kid who doesn't speak either German or English, just now is enough. Dann, das Kind kann ich kaum oder schwer diesem Kind sagen, das nicht immer Englisch oder Deutsch spricht, gerade jetzt ist doch ausreichend, nicht wahr? But I can keep from getting frantic myself. Aber ich kann mich davon zurückhalten, selber so verrückt dabei zu werden. And the way I try to satisfy her problem, und die Art und Weise, wie ich versuche, ihr Problem zu lösen, I can try to satisfy her problem and simultaneously have a mind that's calm. Kann ich also versuchen, ihr Problem zu lösen, aber gleichzeitig einen Geist haben, der dabei sehr ruhig ist. She's crying now, okay. Also sie schreit, naja, okay. And I think the child then will learn that mind too. Und ich glaube, dass das Kind davon auch diesen Geist lernen kann. So you are always showing your mind to the child. Das heißt also, sie zeigen immer ihren Geist dem Kind. Suzuki Roshi used to say, we're always showing what kind of Buddha we are. Und Suzuki Roshi hat immer gesagt, jeder von uns zeigt, was für eine Art Buddha er ist. So it's a little different point of view. Das ist ein bisschen anderer Gesichtspunkt. You're not just showing what kind of person you are, you're also showing what kind of Buddha you are. Das heißt, sie zeigen nicht nur, was für eine Person sie sind, sondern auch, was für eine Art Buddha sie sind. Okay. Something else? Noch etwas? Yes. Ich verstehe unter Ewigkeit eine bestimmte Qualifikation von Zeit. Well, I would say you're in timelessness in the midst of time. Also ich würde sagen, Sie sind in Zeitlosigkeit inmitten der Zeit. Since the word eternity means everything lasts forever. Nachdem nämlich Ewigkeit bedeutet, dass etwas auf ewig besteht. I don't know if everything lasts forever. Weil das weiß ich nicht, ob etwas für immer besteht. But I have some experience that I can't call time. Aber ich habe eine Erfahrung, die ich nicht Zeit nennen kann. But I can call it timelessness. Aber ich kann es Zeitlosigkeit nennen. It's a freedom. It feels like you're free of time. Also es ist eine Freiheit. Es fühlt sich an, als ob Sie von Zeit befreit sind. As soon as you say, sobald Sie sagen, words like time and timelessness, wie Zeit oder Zeitlosigkeit, you have a lot of problems. Dann stecken Sie mitten von Problemen. You get involved in philosophy. Dann werden Sie sich in Philosophie verwickeln. You know, somebody asked Suzuki Roshi, my teacher. Jemand hat Suzuki Roshi mal gefragt. When a tree falls in a forest, wenn ein Baum in einem Wald umstürzt, and nobody's there to hear it, und niemand ist dort, ihn zu hören, does it make a sound? Ein Geräusch matter? Und er hat darauf antwortet, das macht nichts. So the words poured an experience, but they're not the experience. Also richten die Worte sich auf eine gewisse Erfahrung, aber sie sind nicht die Erfahrung an sich. Okay. Yes. Eine kleine Frage. Small question. Played with my godchild and I asked him after I built a castle with him, and I come in the door and said, how far are you? As far as I am, he said. That's good, yeah. Yeah. It's in the same ballpark, it's similar, yeah. This is ähnlich, yeah. When my second daughter, als meine zweite Tochter, was riding, I was riding in the car with her. Also wir beide im Auto gefahren sind. And she was in a car seat. Und sie saß im Autositz. And her head was almost hitting the dashboard. Und das hat ihr Kopf fast immer das Armaturenbrett so berührt. She's now 22 and an inch and a half taller than und me. Und sie ist mittlerweile 22 und ein Inch, also 2,5 Zentimeter größer als ich. Yeah, but this time she was
a little girl. Also, aber damals war sie noch ein kleines Mädchen. And, just missing the dashboard. Und sie hat immer fast oder das Armaturenbrett gerade verfehlt. So I'm driving. Und ich fahre. And I said, Elizabeth, watch your head. Und ich sag, Elizabeth, pass auf deinen Kopf auf. She said, you watch it, I can't see it. Und dann sagte sie, pass du drauf auf, ich kann ihn doch nicht sehen. That's a lot like Zen too, you know. Das ist auch ziemlich wie Zen. So I think the best thing for me to do now in the time we have left. Ich glaube, das Beste, was ich tun kann in der Zeit, die uns übrig geblieben ist, is give you a feeling if I can for the basic teaching of mindfulness. Ist es Ihnen ein Gefühl für die grundlegende Lehre von Achtsamkeit zu vermitteln? Yeah, which is basically to bring your attention to what you're doing. Das ist eben grundlegend eigentlich seine Achtsamkeit auf das richten, was man in dem Moment gerade tut. And what you are. Und das, was Sie gerade sind. Mm-hmm. So, as he asked in the middle there about the five skandhas and enlightenment. Und wie derjenige gefragt hat hier in der Mitte über die fünf Skandhas und Erleuchtung. The five skandhas are, I said, a teaching based on wisdom and on enlightenment. Die fünf Skandhas sind eine Lehre, wie ich gesagt habe, die auf Erleuchtung basieren. And the practice of the five skandhas. Und die Praxis der fünf Skandhas. The craft of the five skandhas. Das Handwerk der fünf Skandhas. Brings you into a world based on enlightenment. Bringt sie in eine Welt, die auf Erleuchtung basiert. And a world in which the ways in which you're already enlightened. Und in eine Welt und in eine Art und Weise des Seins, in welcher sie bereits erleuchtet sind. Yeah, come alive. Who comes alive? Come alive. The ways in which you are already enlightened. Die Art und Weise, wie sie bereits erleuchtet sind, die werden darin lebendig. Mm-hmm. And the practice of mindfulness does this too. Und die Übung der Achtsamkeit tut dieses auch. Mm-hmm. Let me say something about what I would call junctures. Lassen Sie mich etwas dazu sagen, was ich Kreuzungen nenne. Say you're in quite a big storm last evening here. So wie es gestern einen ziemlich großen Sturm hier gab. And say you wake up in the middle of the night. Und sagen wir einmal, Sie wachen mitten in der Nacht auf. And the branches are thrashing about. Und die Äste schwanken hin und her. And perhaps there's lightning and thunder. Und vielleicht gibt es auch Blitze und Donner. And perhaps the rain is really hitting the building. Und vielleicht trommelt der Regen richtig auf das Haus. Mm-hmm. And perhaps for a moment you wake up and you really feel the storm. Und vielleicht, wenn Sie aufwachen in dem Moment, spüren Sie den Sturm so richtig. Yeah. Something, you feel some juncture with the storm. Sie spüren so eine Verbindung mit diesem Sturm. And you, the next day you say to someone else, did you hear the storm last night? Und am nächsten Tag sagt man zu jemand, hast du den Sturm gestern Nacht gehört? And they say, well, not really, it was raining, wasn't it? Die sagen, nicht wirklich, hat es geregnet, oder? Es hat doch geregnet. And they haven't had that juncture with a storm. Und die hatten nicht so diese Berührung, diese Verbindung mit diesem Sturm. They don't feel they really experienced or felt the storm. Sie haben diesen Sturm nicht erfahren oder gespürt. I would call that a natural juncture. Ich würde das eine natürliche Kreuzung oder Berührung nennen. But we also have junctures with other human beings. Wir haben auch diese Kontakte mit anderen menschlichen Wesen. You're somewhere. Sie sind irgendwo. And somebody who's passing, maybe on the escalator. Jemand, der an einem vorbeikommt, vielleicht auf der Rolltreppe. Their eyes flash or catch yours for a moment. Deren Augen kreuzen sich vielleicht oder man
fängt so die Augen. You have some juncture for a moment with another person. Und man hat dann mit so einer anderen Person so einen Kreuzungsmoment. Where you feel sometimes a whole friendship can be based on such a look. Und manchmal kann eine ganze Freundschaft sich auf so einem Blick aufbauen. You're with somebody you've known for a while. Und Sie sind mit jemandem, den Sie schon seit einer ganzen Weile kennen. And there's suddenly some moment you catch each other outside of the usual framework. Und plötzlich gibt es da einen Moment, wo man sich gegenseitig fängt, der außerhalb des Üblichen ist. And you have some feeling of the other person. It's something open and free. Und man hat plötzlich ein Gefühl für die, eine andere Person, wo sich plötzlich etwas offen ist oder frei ist. Or some, you know, some immediate understanding that you know you understood something in a similar way. Oder ein unmittelbares Verstehen, oder man weiß, dass man beide etwas auf ganz ähnliche Weise verstehen. Yeah, and I would say that's a juncture. We could call the first a natural juncture, maybe with the weather or with whatever. Und man könnte das Verbindung nennen, vielleicht das erste eine natürliche Verbindung mit dem Wetter oder so. And this is, I would call this maybe a human juncture. Und das andere würde ich eine menschliche Verbindung nennen. And then sometimes we have a feeling within ourselves. Und manchmal haben wir in uns selber ein Gefühl. Sortieren wir uns selber. Or we feel deeply at ease. Und fühlen zutiefst gelassen. Or we feel like we know ourselves. Something. I can't explain, can't find words exactly. Oder wir spüren, dass wir uns selber kennen. Ich habe nicht wirklich Worte dafür, aber etwas soartiges spüren wir. I would call this a personal juncture. Und das würde ich eine persönliche Verbindung nennen. We feel we're just as we are, and it feels a new kind of satisfying. Wir fühlen uns so, wie wir sind, und es ist eine neue Art von Zufriedensein. That's what we call a personal juncture. Das können wir eine persönliche Verbindung nennen. Then we can have a juncture with a teaching. Und dann können wir eine Verbindung mit einer Lehre haben. Or a poem. Oder einem Gedicht. You know, some poet you don't, Holderlin or somebody you don't really read too often. Dann irgendein Dichter, den man nicht so häufig liest, wie Holderlin. And then you read one poem and suddenly it feels like you could have written it yourself. Und plötzlich liest man ein Gedicht, von dem man sagen könnte, das hätte ich auch schreiben können. And once you have that juncture with the poem, und sobald man diese Verbindung mit diesem Gedicht einmal hat, the poet's other poems open up. Dann öffnen sich einem die anderen Gedichte dieses Dichters. Yeah, and you can even tell when the poet himself or herself. Und man kann sogar sagen, wann der Dichter, also Dichter oder Dichterin, was most in touch with their own source of poetry. Ersten in Verbindung war mit seiner ihrer eigenen Quelle von der Dichtung. Because you can feel now what a poem is for this person. Denn man kann dann spüren, was ein Gedicht für diese Person ist. So sometimes a teaching like the five skandhas you have to stay with. Manchmal ist eine Lehre wie die fünf Skandhas eine Lehre, mit der man bleiben muss. Until it opens up. Bis sie sich einem öffnet. Now the practice of mindfulness is to bring you more into these junctures. Die Übung der Achtsamkeit ist etwas, das einen mehr in diese Verbindungen hineinbringt. Yeah. Where der Moment so eine Verbindung ist. Where stand still, the trees ahead of you and the bushes are not lost. Bleibe still stehen, die Bäume vor dir und Büsche neben dir. Stand still and let them find you. Steh still und lass sie dich finden. This is a juncture. Das ist so eine Verbindung. What I mean by that, anyway. Oder das, was ich darunter verstehe. So the practice of mindfulness, first of all, is just to get, really to get to know yourself.
Also besteht diese Übung der Achtsamkeit in erster Linie einmal darin, sich selber kennenzulernen. Instead of thinking about yourself, anstatt über sich selber nachzudenken. You just try to observe really what's happening with yourself. Sie beobachten einfach nur einmal, was mit ihnen so passiert. But it's not so much an observing as it is a bringing mind into. Und das ist nicht so sehr ein Beobachten, sondern vielmehr ein Geist hineinbringen in. Yeah, again, this little daughter of mine named Sophia. Noch einmal, diese meine kleine Tochter, die Sophia heißt. Feel her bringing mind into her arm. Wir können spüren, wie sie Geist in ihren Arm hineinbringt. Yeah, mostly it's just moving around. Denn meistens flattern die nur so hin und her, die Arme. But you can feel intention go into her arm. Aber man kann jetzt Absicht spüren, wie sie in ihre Arme hineinkommt. And pretty soon she can bring attention too to her arm. Und bald wird sie auch Aufmerksamkeit in ihren Arm hineinbringen können. And eventually she'll be able to bring consciousness into her arm. Und schließlich wird sie auch in der Lage sein, Bewusstsein in ihren Arm hineinzugeben. But usually it stops there. Aber oft oder normalerweise bleibt es dabei. And we're all rather conscious in our body. Und wir sind alle ziemlich bewusst in unserem Körper. But our body isn't filled with mind. Aber unser Körper ist nicht mit Geist angefüllt. Mm-hmm. So what you're when you bring okay, so you start out the first usually with the practice of mindfulness. Also üblicherweise beginnt man mit der Praxis der Achtsamkeit. You start out bringing attention to your body. Man bringt also Aufmerksamkeit auf seinen Körper. Now you should realize that attention and attention are mind. They're mental postures. Intention and attention. Mm-hmm. Also Sie müssen begreifen, dass Intention, also Absicht und Aufmerksamkeit beides Geist ist. So you start with an intention to be mindful. Sie beginnen mit der Absicht, Aufmerksamkeit zu sein oder achtsam zu sein. Express that by bringing attention to things. Und das drücken Sie aus, indem Sie Aufmerksamkeit auf Dinge richten. To whatever's there. Auf was immer Sie gerade, was yeah. immer da ist. Yeah. But you start out with a sort of program. Aber Sie beginnen mit einem Art Programm. You bring your attention to your body. Sie bringen Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper. Walking, sitting, however it is. Gehend oder sitzend, wie auch immer er gerade ist. And then you start to bring your attention to the parts of your body. Und dann beginnen Sie die Aufmerksamkeit in die verschiedenen Teile Ihres Körpers hineinzubringen. We take the Socrates entreaty that we know. Request or wir nehmen Sokrates Anliegen, dass man sich selber kennen soll. Very literally. Sehr wörtlich. Like know the body you have. Kenne einfach den Körper, den du hast. Know your body walking. Kennen Sie Ihren Körper, wenn er geht? Know it's standing. Wissen Sie, dass er steht? Reclining and so forth. Liegt und so weiter. And begin to really notice the difference between standing, reclining and so forth. Und finden Sie wirklich heraus oder bemerken Sie den Unterschied zwischen liegen, stehen und so weiter. I had a real insight into this once when I was first met Charlotte Selber, who's a teacher of sensory awareness. Ich hatte eine wirkliche Einsicht darin, als ich zum ersten Mal Charlotte Selber getroffen habe. Some of you may know her. Die einige von Ihnen vielleicht kennen. She's 100 years old now. Sie ist jetzt 100 Jahre alt. And she still teaches in Europe several months a year. Und sie lehrt immer noch in Europa einige Monate im Jahr. Anyway, this was years ago in the early 60s. Also jedenfalls, es war schon jahrelang her, in den Anfang der 60er Jahre. And she said, we were sitting on the floor. Und wir saßen auf dem Boden und sie sagte, and she said, come up to standing. Und sie sagte, kommen Sie herauf in das Stehen hinein. Until then I'd always just stood up. Und bis zu diesem Zeitpunkt hin bin ich immer nur aufgestanden. I was at
you know, this point, and I moved myself to that point. Also ich war an diesem Punkt und habe mich zu diesem Punkt hin bewegt. And I didn't feel the process of coming to standing. Und ich habe diesen Prozess des ins Stehen kommen nie gespürt. Where each, it wasn't like sitting was good and standing was good, but in between was nothing. Es war so wie sitzen ist gut, stehen ist gut und dazwischen gab es überhaupt nichts. So I came up to standing. Und somit kam ich in das Stehen hinein. And I suddenly recognized, until then, I'd done everything mentally. Und ganz plötzlich habe ich dann erkannt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt hin alles immer mental gemacht habe. From mental position to mental position. Von mentaler Position zu mentaler Position. My body just went along with my mental orders. Und mein Körper hat einfach nur meinen mentalen Befehl, eine Verbindung für mich. A juncture which changed the way I've done everything since. Eine Verbindung oder Kreuzung, die alles geändert hat seitdem. How my elbow is on the, my desk. Wie mein Ellbogen auf meinem Schreibtisch ist. Mm-hmm. That's the practice of mindfulness. Das ist die Übung von Achtsamkeit. Bringing mind into the elbow on your desk. Dass man Geist hineinbringt in den Ellbogen auf dem Schreibtisch. Bringing mind into standing. Den, coming up to standing. Den Geist hineinbringt in das sich aufstellen, hinstellen. And when you feel that way, standing, reclining, etc., are all rather quite different ways in which the mind is moment by moment manifest. Und wenn man auf diese Weise fühlt, dann ist der Geist des Stehens und Liegens und so weiter recht unterschiedlich manifest. Yeah, and then you bring your mind also to the stuff of you. Und dann kann man auch seinen Geist zu der Materie von einem bringen. Yeah, and so you again, there's some program to this to help you notice. Dann gibt es wieder so eine Art Programm dafür, das einem hilft, das zu bemerken. First you notice the solidity of yourself. Erst einmal beginnt man die Solidität von sich selber you know, zu spüren. Your bones, the kind of, you know, die, heart strength of yourself. Die Knochen, die Stärke von einem. Again, my little daughter, I can feel her skeletal coming up, so her bones are kind of strong now. Noch einmal bei meiner Tochter kann ich jetzt spüren, wie das, das Skeletthafte sich hart wird oder verstärkt. Yes, yeah, so you really get to kind of really, you can take this as just feel the solidity of yourself. Man kann es wirklich machen. Man kann einfach nur einmal die Solidität von sich selber spüren. Then you can bring your attention to the liquidity of yourself. Dann können Sie die Aufmerksamkeit auf die Flüssigkeit von sich lenken. The ways in which you're, there's a softness in you. Auf die Art und Weise, wie in einem so eine Art Weichheit ist. Mm-hmm. And then the heat and consciousness in you. Und dann die Hitze oder Wärme und sort of made up aware energy. Und es gibt ein Wort, das ich erfunden habe. It doesn't exist in English, so you can't translate it. Gewahrnergie. They're aware and energy. Gewahrsein und Energie. Because it's not just simple energy, it's aware energy. Es ist nicht nur einfach Energie, sondern das Gewahrsein kommt dazu, also Gewahrenergie. So you begin to feel your aware energy. Also man beginnt seine Gewahrenergie zu spüren. This sort of heat, heat that's so closely related to consciousness. Diese Hitze, die so eng mit dem Bewusstsein verbunden ist. In the way, you know, you get so that your body is warm all over. Und das wird dann so weit, dass der Körper ganz überall warm ist. Your feet don't get cold. Und ihre Füße werden nicht mehr kalt. You can, if your fingertips, for instance, if my fingertips get cold, I know I'm going to get the flu or something soon. Also zum Beispiel, wenn meine Fingerspitzen kalt sind, dann weiß ich, werde ziemlich bald die Grippe bekommen. So I know a few days before, just by the coolness of the tip of a finger, that I, within a few days, will
have a flu unless I do something about it. Also zum Beispiel nur dadurch, dass ich merke, dass an meiner Fingerspitze etwas so und so kühl ist, weiß ich, dass ich, wenn ich jetzt nicht etwas dagegen tue, in ein paar Tagen die Grippe bekommen werde. And that warmth that penetrates the body is also mindfulness. Und diese Wärme, die den Körper durchdringt, die ist auch Achtsamkeit. You know, a dead body is cold. Ein toter Körper ist kalt. A live body is warm. Ein lebendiger Körper ist warm. And that can kann eine Wärme sein, die gleichmäßig durch den ganzen Körper. So mindfulness of the body includes such things. Also die Achtsamkeit über den Körper oder auf den Körper schließt so etwas mit ein. Base of yourself. Schließt auch den Raum um einen herum mit ein. Is the fragrance, is the size of a flower, the einer Blume? Is the size of the moon, the tides of the ocean? Ist die Größe des Mondes die Flut und Ebbe der Ozean? Is the size of each of us a kind of field or presence? Ist die Größe von uns eine Art base of a person as well as the stuff of a person. Sie beginnen dann den Raum einer Person sowie ihre Materie zu spüren. If you look at a tree, wenn Sie einen Baum ansehen, yeah, you don't feel just the, you begin to feel the space of the tree as well as the tree. Beginnen the branches Sie, and so forth. Beginnen Sie den Raum des Baumes ebenso zu spüren wie den Baum. Die Materie des Baumes, die Äste und so weiter. The space of the tree doesn't have so much, is not so, you can't say exactly where the space of the tree ends. Und der Raum eines Baumes, da weiß man nicht genau, wo dieser endet. I always play with kids that way. Und ich spiele immer mit Kindern auf diese Weise. I say, how many fingers? Dann frage ich, wie viele Finger sind das? Yeah, so they, we count 1, 2, 3, 4, dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5. And I say, how many spaces? Und dann frage ich, wie viele Räume hat es? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann zählen wir vielleicht 1, 2, 3, 4, 5. Where is it? Wo ist das? So you can begin to play with these. We normally notice fingers, we don't notice the space. Dann können wir beginnen damit zu spielen, denn üblicherweise bemerken wir nur Finger. So you begin to feel the space of people. You can see some people spaces sucks in, some people's space opens up, some people's space welcomes and so forth. Und dann bemerken Sie, dass manche der Raum mancher Leute nach innen saugt, manches geht nach außen, bei manchen fühlt sich es einladend und so weiter. And then you can go into more detail if you want. Und dann kann man in weiteres Detail hinein. But that really requires meditation. Aber das bedarf dann Meditation. Where you can begin to bring mind into your muscles, into your organs, into each part of your body. Wenn man dann seinen Geist in die Muskeln und jedes Organ, jeden Teil des Körpers hineinbringen kann. It helps keep you healthy. Und das hilft einem auch gesund zu bleiben. You can really feel, it's like, is my head up, are my feet down there? Es ist so wie, sind meine Füße da unten? My feet are down there if I locate my observing in consciousness. If my point of observation is consciousness, I feel my feet are down there. Also wenn der Ausgangspunkt meiner Beobachtung des Bewusstseins hier oben ist, dann sind die Füße da unten. But your feet aren't down there. Aber Ihre Füße sind doch nicht da unten, oder? Yeah. Nor is your kidney or something in there. Auf gleiche Weise ist nicht Ihre Niere irgendwo hier drin. You are your kidney and you are your feet. Sie sind ihre Niere und sie sind ihre Füße. But we don't have so much connection with that because we base most of our knowing on consciousness. Aber wir haben damit nicht mehr so eine Verbindung, denn wir sind hauptsächlich im Bewusstsein verankert, nicht im Gewahrsein. Yeah, if you set the alarm for 6:02 in the morning,
Wenn Sie Ihren Wecker auf 6:02 in der Früh stellen würden? Or rather, if you set your mind at 6:02 in the morning. Vielmehr, wenn Sie Ihren Geist auf 6:02 in der Früh einstellen. You don't use an alarm clock. Dann brauchen Sie keinen Wecker. And you wake up at 6:02. Und Sie wachen einfach um 6:02 auf. Many people can do this. Ganz viele Leute können das tun. Did consciousness do it? Hat es das Bewusstsein gemacht? You were asleep. Sie haben doch geschlafen. Something did it. Irgendwas hat es doch gemacht. We can call it awareness. Und das können wir Gewahrsein nennen. So one thing that mindfulness does is you bring attention to what you're doing. Also eine Sache, die die Achtsamkeit macht, und zwar, dass man die Aufmerksamkeit auf das richtet, was man conscious, gerade tut. Conscious intention. Bewusste Absicht. Repeatedly mixed with the body. Die unablässig oder unablässig mit dem Körper wiederholt wird. Turns into awareness. Verwandelt sich in Gewahrsein. And begins to fill the body with awareness. Und beginnt dann den Körper mit Gewahrsein anzufüllen. It's a kind of alchemy. Das ist eine Art Alchemie. And you begin to know your, feel your body from inside. Und Sie beginnen Ihren Körper zu kennen und von innen zu spüren. Like the Rilke poem I gave you this morning. Wie das Rilke-Gedicht, welches ich Ihnen heute Morgen gegeben habe. Feeling the tree from the space that arises within you. Den Baum spüren mit dem Raum, der aus einem heraus entsteht. Okay, so the next object of mindfulness is feeling. Das nächste Objekt der Achtsamkeit ist das Fühlen. Now this is not the same non-graspable feeling exactly as in the five skandhas. Das ist nicht ganz das gleiche, nicht greifbare Fühlen wie in den fünf Skandhas. This is the feeling of like and dislike. Sondern das ist das Fühlen von mögen und nicht mögen. Or preferences. Also von Vorzügen. So you begin to just bring your attention to the way in which you constantly have preferences. Also man bringt seine Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie man ständig Vorzüge hat, I like this, Vorlieben, sagen wir. I like this, I don't like that. Ich mag dieses und das mag ich nicht. You meet somebody immediately, you have a feeling I like or I don't like. Man trifft jemand und hat sofort ein Gefühl, ach, den mag ich oder nicht. But there's sometimes a neutral space. Aber manchmal gibt es auch einen neutralen Raum. Sometimes you meet somebody who's so complex, you don't know whether you like them or dislike them. Und manchmal trifft man jemanden, die sind dann so komplex, dass man nicht weiß, ob man sie mag oder nicht. You can't easily get into this pendulum, oh, I like or I don't like. Man gelangt nicht so leicht in diesen Pendel, ich mag nicht. Somebody stops the pendulum. Und jemand hat den Pendel angehalten. And you have to look. Dann muss man mal schauen. You have to treat this here as a powerful stranger. Man muss dieses hier als einen mächtigen Fremden behandeln. What you have to ask permission to know. Den man um Erlaubnis fragen muss, um ihn, ob man ihn kennen darf. So there's like and dislike and neutral. Also es gibt es mögen, nicht mögen und neutral. But the word neutral hides the fact that the deeper place is neutral. Aber das Wort neutral versteckt die Tatsache, dass der tiefere Ort neutral ist. Where you stop the pendulum. Wo man diesen Pendel anhält. So the practice of mindfulness here is to stop the pendulum. Wo die Praxis der Achtsamkeit ist hier, diesen Pendel anzuhalten. Constantly swinging, oh, I like it, I don't like it, I prefer this, I don't prefer that. Der ständig hin und her schwingt. Ich mag das nicht, ich habe das lieber als das und so weiter. Fühlen wie in den fünf Skandhas. This is the feeling of like and dislike. Sondern das ist das Fühlen von mögen und nicht mögen. Or preferences. Also von Vorzügen. So you begin to just bring your attention to the way in which you constantly have preferences. Also man bringt seine Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie man ständig Vorzüge hat. I like this, Vorlieben, sagen wir. I like this, I don't like that. Ich mag dieses und das mag ich nicht. You meet somebody immediately, you have a feeling I like or I don't like. Man trifft jemand und hat sofort ein Gefühl, ach, den mag ich oder nicht.
But there's sometimes a neutral space. Aber manchmal gibt es auch einen neutralen Raum. Sometimes you meet somebody who's so complex, you don't know whether you like them or dislike them. Und manchmal trifft man jemanden, die sind dann so komplex, dass man nicht weiß, ob man sie mag oder nicht. You can't easily get into this pendulum, oh, I like or I don't like. Man gelangt nicht so leicht in diesen Pendel, ich mag nicht. Somebody stops the pendulum. Und jemand hat den Pendel angehalten. And you have to look. Da muss man mal schauen. You have to treat this here as a powerful stranger. Man muss dieses hier als einen mächtigen Fremden behandeln. What you have to ask permission to know. Um Erlaubnis fragen muss, um ihn, ob man ihn kennen darf. So there's like and dislike and neutral. Also es gibt es mögen, nicht mögen und neutral. But the word neutral hides the fact that the deeper place is neutral. Aber das Wort neutral versteckt die Tatsache, dass der tiefere Ort neutral ist. Where you stop the pendulum. Wo man diesen Pendel anhält. So the practice of mindfulness here is to stop the pendulum. Wo die Praxis der Achtsamkeit ist hier, diesen Pendel anzuhalten. Constantly swinging, oh, I like it, I don't like it, I prefer this, I don't prefer that. Der ständig hin und her schwingt. Ich mag das nicht, ich habe das lieber als das und so weiter. Mm-hmm. Of course we're still going to like and dislike things. Natürlich werden wir weiterhin Dinge mögen und nicht mögen. But it's good to not always be controlled by this pendulum. Aber es ist sehr gut, wenn man nicht immer durch diesen Pendel bestimmt wird. Because it narrows our thinking. Denn das schränkt unser Denken ein. It's a little bit like if you imagine a stream with the banks in the middle. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sich einen Fluss vorstellt mit dem Ufer. The two banks, one is like and one is dislike. Es ist wie die zwei Ufer. Eines ist mögen und das andere ist nicht mögen. And the water is very shallow there. Und das Wasser ist da sehr flach. In the middle it's much deeper. In der Mitte ist es viel tiefer. So this sense of not so much being caught by likes and dislikes. Also dieses Gefühl, dass man nicht so sehr in dem Mögen oder Nichtmögen verfangen ist. You find yourself in a place much more deeply satisfying. Dann findet man sich in einem Raum, der viel tiefer zufriedenstellend ist. So you can see the first practice of mindfulness, first foundation of mindfulness, we say. Also die erste Grundlage der Achtsamkeit. Yeah, is to know the body. Ist, dass man den Körper kennt. Yeah. And the body inside and out. Den Körper innen und außen. And a body which is a different body in every posture. Und den Körper, der in jeder Haltung ein anderer ist. Yeah, because usually, oh, this is my body. No, you have a different body in different postures. Also normalerweise sagt man, das ist mein Körper, aber das ist nicht so. Man hat in jeder Haltung einen anderen Körper. Like with my little daughter, I'm a father. Mit meiner kleinen Tochter zum Beispiel bin ich ein Vater. That's actually not just a name, if I'm a different person. Das ist nicht einfach bloß ein Name, sondern in der Tat bin ich dann and eine if I andere may Person. Say she, Marie-Louise is a woman. Und wenn ich das sagen darf, Marie-Louise ist eine Frau. She wasn't sure she could be a mother. Sie war sich nicht sicher, ob sie eine Mutter sein könnte. The baby is convincing her she can be. Aber das Baby überzeugt sie schon davon, dass sie das sein kann. The baby's job is to turn a woman into a mother. Und es ist die Aufgabe eines Babys, eine Frau in eine Mutter zu verwandeln. And to turn me into a father. Und mich in einen Vater. And being with you turns me into something that I'm not usually. Und mit Ihnen hier zusammen sein, das verwandelt mich auch in etwas, was ich normalerweise and nicht. And I feel something good has happened in a talk if I have to do things like this. Und ich fühle, dass etwas Gutes geschehen ist in einem Gespräch oder Vortrag wie diesem. If I find myself in a room of powerful strangers. Wenn ich mich in einem Raum wiederfinde, wo es lauter mächtige Fremde and gibt. I have to stop the pendulum. Und ich den Pendel anhalten muss. And I don't know quite what's happening. Und ich nicht ganz genau weiß, was mm-hmm. vor sich geht. For each moment is actually absolutely unique. Denn jeder Moment ist wirklich einzigartig. And not repeatable. Und unwiederholbar. We want it to be repeatable because we have an implicit need for permanence. Wir möchten, dass es wiederholbar ist, denn wir haben ein implizites
Bedürfnissen nach Beständigkeit. A deep need for the safety of predictability. Ein tiefes Bedürfnis nach dieser Sicherheit von Vorhersagbarkeit. So we often lose touch with our most closest friends because we keep wanting them to be predictable. Und deshalb verlieren wir manchmal die Beziehung oder die Berührung mit unseren tiefsten Freunden, weil wir sie doch vorhersagbar haben your möchten. Spouse and friends are always changing. Und deine Partner und deine Freunde ändern sich die ganze Zeit. You always have slightly new relationships. Man hat also immer auf gewisse Weise neue Beziehungen. Yeah, and this is the practice of the second foundation of mindfulness. Und das ist die Übung der zweiten Basis von Achtsamkeit. To free yourself from this pendulum of like and dislike. Dass man sich von diesem Pendel des Mögens und Nichtmögens befreit. Okay, and the third foundation of mindfulness is. Und die dritte Grundlage der Achtsamkeit. Is to be mindful of the mind. Ist, dass man sich achtsam dem Geist gegenüber ist. Okay, you just notice whatever comes up that's mind. Also man bemerkt einfach, was immer als Geist auftaucht. Now you may not know what the heck is mind. Vielleicht wissen Sie nicht, was zum Teufel das ist, dieser Geist. But don't look for generalizations. Suchen Sie nicht nach Verallgemeinerungen. Just look for the things you can notice. Schauen Sie nur nach dem, was Sie auch bemerken können. One of the secrets of the practice of mindfulness. Eine der Geheimnisse der Praxis der Achtsamkeit. Is to trust what you notice. Ist, dass man dem vertraut, was man bemerkt. And trust where what you notice, where it leads you. Und man vertraut dem, was man bemerken kann und vertraut, wo es einem hinführt. Yeah, okay, so what is mind? Also was ist Geist? Well, it's not my knee, maybe. Also vielleicht ist es nicht mein Knie. Okay, but it's my thinking about my knee. Aber vielleicht ist es mein über mein Knie nachdenken. So I notice I have ideas about my knee. Dann bemerke ich, also ich habe Vorstellungen von meinem über mein Knie. If I'm very sensitive, I notice that my ideas about my knee influence my knee. Und wenn ich sehr vorsichtig, sensibel bemerke oder nachdenke, merke ich, dass meine Vorstellung von meinem Knie mein Knie beeinflusst. Just like little Sophia is trying to get her body under a sort of control. So wie die kleine Sophia versucht, ihren Körper sozusagen in die Kontrolle zu bekommen. She clearly wants to reach out and take hold of that thing. Sie tut ganz klar nach etwas versuchen auszugreifen, um das zu erreichen. But she can't make her hand do it. Aber sie bringt ihre Hand nicht dazu, das zu tun. And you can see her struggle to bring intention into her hand. Und man sieht, wie sie sich bemüht, diese Absicht in diese Hand reinzubekommen. So, there's body and there's this mind. Also es gibt den Körper und es gibt diesen Geist. Which in this case takes the form of intention. Die in diesem Fall die Form von Absicht einnehmen. Yeah, yeah. So you bring attention to whatever happens as mentation or mind. Also bringt man auf attention, bringt man Aufmerksamkeit in alles das, was geschieht. And you bring attention without discriminating. Und man bringt die Aufmerksamkeit ohne Unterscheidung zu treffen. And as much as possible, you bring attention without interfering. Und so gut es geht, bringt man diese Aufmerksamkeit ohne dort einzugreifen. Okay, so say you're angry. Sagen wir einmal, Sie sind ärgerlich. You might prefer not to be angry. Natürlich sind Sie lieber nicht ärgerlich. Or you might pretend you prefer not to be angry and you really enjoy being angry. Oder Sie geben vielleicht vor, Sie wären in Wirklichkeit nicht ärgerlich, nicht gerne ärgerlich, aber tatsächlich wären Sie wirklich gerne ärgerlich. Angry. Denn manchmal ist es wirklich großartig, ärgerlich zu sein. So you just, but you just notice it. Aber Sie bemerken es einfach nur. One part of you may like being angry. Ein Teil von Ihnen mag vielleicht gerne One ärgerlich part of sein. You may wish you weren't angry. Und ein anderer wünscht sich vielleicht, Sie wären nicht ärgerlich. Yeah, that's this like and dislike. Das ist dieses Mögen und Nichtmögen. But deeper than that, you just want to observe. Now I'm angry.
Aber tiefer als dieses möchten Sie einfach nur beobachten. Jetzt bin ich wütend. And you give yourself the habit of having news reports from the front line. Und Sie machen sich das zur Gewohnheit, dass Sie gerne Zustandsberichte von der Front geschickt bekommen. Yeah. Now I'm angry. Oh. Jetzt bin ich ärgerlich. Look at me now, I'm even more angry. Jetzt schau ich mich mal an, ich bin ja noch ärgerlich. Now I'm really angry. Jetzt bin ich wirklich, wirklich ärgerlich. I have to be careful I don't throw a dish. Jetzt muss ich wirklich noch aufpassen, dass ich nicht Geschirr schmeiße. So I, you know, now I want to throw a dish. Und jetzt möchte ich ein Geschirr schmeißen. Now I'm restraining myself from throwing a dish. Jetzt halte ich mich zurück, dieses Geschirr zu werfen. Now I'm less angry, thank goodness. Jetzt bin ich weniger ärgerlich, zum Glück. Okay, but what happens when you do that? Was geschieht, wenn Sie dieses so tun? Mm-hmm. Well, you're getting to know yourself. Also Sie lernen sich selber kennen. You're getting to feel the way your body's involved in anger. Sie lernen die Art und Weise kennen, wie Ihr Körper mit dem Ärger verbunden ist. You may even be able to notice what makes you get angry. Sie mögen sogar vielleicht herausfinden, was Sie ärgerlich macht. But more important, you're developing a mind that's not caught in the anger. Aber was viel wichtiger ist, Sie schaffen einen Geist, der nicht in diesem Ärger gefangen ist. Whenever you observe the anger, oh, now I'm quite angry. Wann immer Sie diesen Ärger beobachten und sagen, jetzt bin ich im Ärger verwickelt. That ability to say, now I'm angry, but there's a calm place from which you say that. Die Fähigkeit zu sagen, jetzt bin ich ärgerlich, beinhaltet, dass es einen ruhigen Raum gibt. So you're beginning to develop what I'd call a background mind. Und dann fangen Sie an, das zu entwickeln, was ich einen Hintergrundgeist like nenne. Earlier, you can observe the objects of mind, but you see the field of mind. Es ist so, wie ich vorher gesagt habe, man beginnt ein Feld des Geistes. No, sorry. You know the objects of mind. Man beginnt die Objekte des Geistes zu kennen. But through the practice of mindfulness. Aber durch die Praxis der Achtsamkeitsübung. And the observing the activity of mind. Und das Beobachten der Aktivitäten des Geistes. You begin to create an awareness of the field of mind itself. Beginnt man ein Gewahrsein des Feldes des Geistes an sich zu entwickeln. As I guess I said earlier this morning, it would be a little bit like instead of looking at the words on the page. Und es ist ein bisschen so, wie ich heute früh gesagt hat, dass man die Worte auf einer Seite anschaut. You begin to see the page. Und dann beginnt man die Seite selber zu sehen. And you begin to see the words are actually arising out of the page. Und dann beginnt man die zu sehen, wie die Worte aus der Seite so heraus entstehen. The page itself becomes alive. Und dann wird die Seite an sich lebendig. Mm-hmm. So your mindfulness of the activity of mind. Und die Achtsamkeit über oder von der Aktivität des Geistes begins to create a background mind. Beginnt einen Hintergrundgeist. In which foreground mind has some kind of activity. Wobei der Vordergrundgeist eine Art Aktivität darstellt. And at some point you can shift to identifying with the background mind instead of the foreground mind. Und ab einem gewissen Punkt kann man dann einfach umschalten und sich mit dem Hintergrundgeist identifizieren und nicht mit dem Vordergrundgeist. Like imagine the ocean. Also es ist ein bisschen so, wie wenn Sie sich jetzt das Meer einmal vorstellen. There's all these waves. Da gibt es all diese Wellen. Yeah, and you normally we notice the waves. Normalerweise bemerken wir die Wellen. Consciousness' job is to notice distinctions. Denn die Aufgabe des Bewusstseins ist es, Unterschiede festzustellen. So consciousness notices the shapes of the waves, big ones, little ones. Deshalb bemerkt das Bewusstsein die Formen der Wellen, große und kleine. But whether they're big waves or little waves, they're still water. Aber ob es jetzt große oder kleine Wellen sind, es handelt sich doch dabei immer um Wasser. The water is pretty much the same in a big wave and a small wave. Und das Wasser ist ziemlich das gleiche, ob das jetzt in einer großen oder kleinen Welle ist. And that's like developing a background mind. Und das ist
das, was dem Entwickeln eines Hintergrundgeistes ähnlich ist. You feel mind itself. Plötzlich beginnt man den Geist selber zu spüren. Before it takes the form of anger. Bevor noch die Form des Geistes, des Ärgers einnimmt. Or thinking, etc. Oder des Denkens oder und so weiter. So the practice of mindful attention. Die Praxis des achtsamen Aufmerksamkeit. Sounds good. Transforms mind. Die transformiert den Geist. Somehow you bring attention to mind. Irgendwie, wenn Sie die Aufmerksamkeit auf den Geist richten, you end up somehow in the middle of the mind. Dann gelangen Sie irgendwie mitten hinein in den Geist. From which everything appears. Aus welchem alles heraus auftaucht. Okay, that's the third foundation of mindfulness. Das ist das dritte Fundament der Achtsamkeit. The fourth, there's four traditionally foundations of mindfulness. Und die vierte, und es gibt traditionell vier Grundlagen der Achtsamkeit. And the fourth is to be mindful of dharmas. Und das vierte ist, dass man sich achtsam ist über die Dharmas oder der Dharmas. Or to be mindful of the phenomenal world. Oder sich, also man ist sich der Phänomen oder der phänomenalen Welt gewahr, aber es soll achtsam sein. Also man ist. Or to be mindful of the objects of mind. Just use mindful. No, the thing is, aware is better to say is a verb than being mindful. Okay, then use aware. Okay. Fine. Thanks. You're welcome. Which one? What we discussed, you mean? Yes. That little secret. No. The whole thing, the fourth. Oh, the whole thing, okay. The fourth is to be aware of the objects of mentation. Das vierte ist, man soll sich gewahr sein der Objekte der mentalen Aktivitäten. Or to be aware of the phenomenal world. Oder sich gewahr sein über der Phänomene der Welt. Or to be aware of dharmas. Oder sich der Dharmas gewahr sein. Okay, why did I throw in this word dharmas? Jetzt, warum habe ich dieses Wort Dharma da reingeworfen? The basic teaching of Buddhism is that everything's changing. Denn die grundlegende Lehre des Buddhismus ist, dass sich alles ändert. Change itself is changing. Sogar die Veränderung selbst ändert sich. And we can only know change through change. Und Änderung können wir nur durch Änderung bemerken. Yeah, but the word dharma means what holds. Aber das Wort Dharma bedeutet jetzt, was besteht. What holds in place for a moment at least. Was zumindest für einen Moment an einem Ort verweilt oder besteht. If in fact everything is momentary. Denn wenn in der Tat alles so nur momentan ist. Yeah, I mean, where did the past go? Dann wo ist denn die Vergangenheit hingegangen? Yeah. Did it go to the left or the right? Ist nach rechts oder links gegangen? Where's the future? Und wo ist die Zukunft? But how long is the present? Oder wie lange ist dann die Gegenwart? I scratch my head. Also ich kratze meinen Kopf. It's gone now. Es ist vergangen. Mm-hmm. How long did it last? Wie lange hat es gedauert? Yeah. So the present is just immediately afterwards, it's gone. Die Gegenwart ist unmittelbar danach vergangen, weg. But we all have the feeling we're sitting here in this room and it hasn't fallen down. Und wir alle haben dieses Gefühl, dass wir hier in dem Raum sitzen und noch nicht umgefallen, umgestürzt sind. Of course the building will eventually fall down, even in Switzerland. Aber natürlich wird dieses Gebäude irgendwann einstürzen, sogar in der Schweiz. If you live in Germany, as I do, wenn Sie in Deutschland leben, so wie ich das tue, zumindest die Hälfte des Jahres, you come to Switzerland and you think Germany is a poor country. Dann kommen Sie in die Schweiz und denken, Deutschland ist doch ein armes Land. Because everything is so taken care of here and restored and you know, so. Denn alles wird hier so gut unterhalten und alles so wunderschön renoviert und so. Yeah, if you go to America, you really think Germany is a rich country. Und wenn Sie dann nach Amerika gehen, dann denken Sie, Deutschland ist wirklich ein reiches Land. Anyway.
So it all will fall down eventually. Also jedenfalls, alles wird eines Tages einstürzen. On different timescales. Auf in unterschiedlichen Zeiteinteilungen. But this juncture with the storm, the rainy, windy storm. Aber diese Verbindung, diese Kreuzung mit diesem Sturm, mit diesem regnerischen Sturm. How long did that last? Wie lang hat die angedauert? Yeah, how long does when you catch a twinkle in someone's eye? Wie lang ist das, wenn man ein Blitzen in jemandens Augen fängt? How long does that last? Wie lange hält das an? You know, if I'm giving attention to my daughter, wenn ich meiner Tochter Aufmerksamkeit spende, gebe, if even for a moment I think about something else or notice something else, wenn ich nur für einen kleinen Moment an etwas anderes denke oder etwas bemerke, she gets it immediately. Bemerkt sie das sofort. My face is right there in front of her, right? Mein Gesicht ist direkt vor ihrem. But she knows my conscious, my awareness is not there in front aber of her. Aber sie weiß sofort, dass mein Gewahrsein nicht da ist. And she immediately goes. Und sofort geht. And then I bring my attention back, and she goes. So how can I bring myself into these junctures? Wie kann ich mich selber in diese Verbindungen, diese Kreuzungen hineinbringen? They're called dharmas. Die werden Dharmas genannt. Dharma means that moment when you know something. Dharma bedeutet dieser Moment, in dem man etwas weiß. When something that's not repeatable is there. Wenn etwas, das unwiederholbar ist, da ist. So it appears for a moment. Also taucht es für einen Moment auf. Where does it appear? Wohin taucht es it appears in your mind and sense field. Es taucht in ihrem Geist und ihren Sinnesfeldern. If I'm half thinking about something else, wenn ich aber halb über irgendwas nachdenke, it disappears. Dann verschwindet es wieder. It's going to disappear anywhere, anyway. Es wird ohnehin verschwinden. But it disappears without a juncture. Aber es wird ohne diese Art Verbindung verschwinden. Also one of the basic teachings of Zen is, of Buddhism is, also eine der grundlegendsten Lehren von Zen oder im Buddhismus ist, is to complete that which appears. Ist man vervollständigt das, was auftaucht. But this juncture with the storm and the rainy windy storm. Aber diese Verbindung, diese Kreuzung mit diesem Sturm, mit diesem regnerischen Sturm. How did it last? Wie lang hat die angedauert? Yeah, how long does when you catch a twinkle in someone's eye? Wie lang ist das, wenn man ein Blitzen in jemandens Augen fängt? How long does that last? Wie lange hält das an? You know, if I'm giving attention to my daughter, wenn ich meiner Tochter Aufmerksamkeit spende, gebe, if even for a moment I think about something else or notice something else, wenn ich nur für einen kleinen Moment an etwas anderes denke oder etwas bemerke, she gets it immediately. Bemerkt sie das sofort. My face is right there in front of her, right? Mein Gesicht ist direkt vor ihrem. But she knows my conscious, my awareness is not there in front aber of her. Aber sie weiß sofort, dass mein Gewahrsein nicht da ist. And she immediately goes. Und sofort geht. And then I bring my attention back, and she goes. Meine Aufmerksamkeit zurück und dann geht's weiter. So how can I bring myself into junctures? Wie kann ich mich selber in diese Verbindungen, diese Kreuzungen hineinbringen? They're called dharmas. Die werden Dharmas genannt. Dharma means that moment when you know something. Dharma bedeutet dieser Moment, in dem man etwas weiß. When something that's not repeatable is there. Wenn etwas, das unwiederholbar ist, da ist. So it appears for a moment. Also taucht es für einen Moment auf. Where does it appear? Wohin taucht es it appears auf? In your mind and sense field. Es taucht in ihrem Geist und Sinnesfeldern. If I'm half thinking about something else, wenn ich aber halb über irgendwas nachdenke, it disappears. Dann verschwindet es wieder. It's going to disappear anywhere, anyway. Es wird ohnehin verschwinden. But it disappears without a juncture. Aber es wird ohne diese Art Verbindung verschwinden. Also one of the basic teachings of Zen is, of Buddhism is, also eine der grundlegendsten Lehren von Zen oder im Buddhismus ist, to complete
that which appears. Ist man vervollständigt das, was auftaucht. So something appears. Also etwas taucht auf. And if your attention is fully there, wenn ihre Aufmerksamkeit vollständig da ist, it feels complete at that moment. Dann fühlt sich das vollkommen an in diesem Moment. And then you release it. Und dann lassen Sie es gehen. And the next moment appears. Und der nächste Moment taucht auf. And that moment isn't a generalization. Und dieser Moment ist dann nicht eine Verallgemeinerung. It's a leaf or a smell or a person or. Es ist ein Blatt oder ein Geruch oder eine Person. A feeling in your body. Ein Gefühl in Ihrem Körper. A breath. Ein Atem. Part of a breath. Ein Teil eines Atems. The part of a breath where it turns into an exhale. Der Teil eines Atems, der sich in einen Ausatem verwandelt. Or turns into an inhale. Oder sich in einen Einatem verwandelt. Usually we hardly notice we're breathing. Denn üblicherweise bemerken wir kaum oder nicht einmal, dass wir atmen. Let alone being present throughout the inhale and its turn and present throughout the exhale. Und noch viel weniger durch einen ganzen Einatmen hin und den Wandel zu einem und dann zu dem ganzen Ausatmen. But my speaking right now to you and Marie-Louise is speaking. Aber mein zu Ihnen sprechen und das Sprechen von Marie-Louise. It's not just words from a dictionary. Das sind nicht bloß Worte eines Lexikons. No, it's also breath. Es ist auch Atem. Yeah, I feel it related to my breath. Also ich spüre, wie das mit meinem Atem in Beziehung steht. Yeah, there's a sort of breath, and the breath can make a sound. Und da gibt es diesen Atem und der kann einen Klang hervorbringen. And the sound can be shaped into words. Und dieser Klang kann dann in Worte geformt werden. Yeah, but I feel myself shaping the sound into words. Und ich kann mich spüren, wie ich den Klang in Worte forme. I don't think the words are real. Also ich glaube nicht, dass die Worte etwas Echtes sind, sondern sie sind bloß eine Form für einen Moment. And they gather my mind or intention into the word. Und sie sammeln meinen Geist oder Aufmerksamkeit in and ein I Wort. Can feel a physicality to the word. Und ich kann eine Körperhaftigkeit von diesem Wort spüren. Not just my lips, nicht bloß meine Lippen. Or tongue and voice box and things, oder Zunge larynx. Und Stimmbänder und so weiter. But also my whole body's involved in the word. Aber mein ganzer Körper ist involviert in einem Wort. And I feel more nourished when that's the case. Und ich fühle mich viel genährter, wenn dies der Fall ist. If I'm just talking, they're popping out of a thinking alone. Und wenn ich einfach nur rede und die Worte aus so einem reinen Denken heraus bringen lasse, and I don't feel a physical contact with the words, und ich keine körperliche Verbindung mit diesen Worten spüren then kann, I feel depleted, not nourished. Dann fühle ich mich so wie ausgelaugt, nicht genährt. Okay, so that's also being mindful or aware of phenomenal existence. Und das bedeutet auch so etwas wie sich wie achtsam oder Gewahrsein der phänomenalen Existenz. Or aware of what can be objects of mind. Oder sich Gewahrsein, was ein Objekt des Geistes sein könnte oder kann. Which we hold for a moment. Welches wir für einen Moment halten. For obviously I have a feeling of a certain duration here. Ich habe ganz offensichtlich ein Gefühl für eine gewisse Dauer hier. In some sort of scientific terms, there's no duration. In gewisser Wissenverständnis gibt es überhaupt keine. Second to 12 o'clock. Es gibt eine Sekunde vor 12 Uhr. There's half a second to 12 o'clock. Dann gibt es eine halbe Sekunde vor 12. There's a millionth of a second to 12 o'clock. Dann gibt es eine Millionstel Sekunde vor 12. And there's no 12 o'clock. Und 12 Uhr gibt's überhaupt nicht. Because it's immediately a millionth of a second after 12 dann o'clock. Dann ist es ja gleich schon wieder eine Millionstel Sekunde nach 12. Where did 12 o'clock go? Wo hat sich die 12 Uhr versteckt? Okay. But I still have a sense of a duration. Aber dennoch habe ich so ein Gefühl von Dauer. And that sense of a duration I can make stronger and clearer. Und dieses Gefühl von Dauer, das kann ich stärker werden lassen und auch klarer werden. I can feel a certain presence. Und ich kann eine gewisse Gegenwart spüren. Whatever appears at any moment, was immer in
einem Moment auftaucht, I can trust has a certain coherence. Dem kann ich vertrauen, dass es eine gewisse Kohärenz hat. I can let that coherence speak to me. Und diese Kohärenz, die kann ich zu mir sprechen lassen. And with in my own senses and mind, participate in that coherence. Und mit meinen eigenen Sinnen und Geist kann ich in dieser Kohärenz teilnehmen. But only lasts a moment. Aber das dauert, das hält nur für einen Moment und dann ist es verschwunden. That completing what appears. Aber dieses Vervollständigen, was auftaucht. If we all bring attention to a situation. Wenn wir alle Aufmerksamkeit auf eine Situation richten. No, together we complete what appears. Dann tun wir gemeinsam vervollständigen, was auftaucht. There's a juncture. Dann ist da diese Verbindung. Yeah, so that's mindfulness of the phenomenal world. Das ist dieses aufmerksam, achtsam sein der phänomenalen Welt. So that's a sort of basic presentation of the four foundations of mindfulness. Das war jetzt eine ganz grundlegende Präsentation der vier Grundlagen der Achtsamkeit. And since I don't know all of you too, I'm getting to know you or feel you. Obwohl ich sie nicht alle kenne, aber ich bin gerade dabei, sie kennenzulernen oder zu spüren. I thought it would be good to give you this ancient teaching. Dachte ich, sei gut, wenn ich Ihnen diese uralte Lehre geben würde. This transformative ancient teaching. Diese verwandelbare alte Lehre. Which can be your actual present. Die ihre tatsächliche Gegenwart sein kann. And bring you more fully into the present than anything I know. Und das kann sie so viel vollständiger in die Gegenwart bringen als alles, was ich kenne. So these basic teachings have these ancient basic teachings have some relevance. Also haben diese grundlegenden uralten Lehren eine Relevanz. So I gave you this teaching today. Somit habe ich Ihnen diese Lehre heute gegeben. Because I've enjoyed being here with you. Weil es mir Freude gemacht hat, mit Ihnen hier zu sein. Yeah. So now you understand the transformative alchemy. Jetzt verstehen Sie diese transformative Alchemie. Bringing mindful attention, awareness. Dass man dieses achtsame Aufmerksamkeit richtet auf. To exactly what you're doing. Genau das, was Sie tun. To an acceptance of what you're doing. Eine akzeptieren, was Sie gerade tun. To exactly what you're thinking. Auf genau das, was Sie denken. Or feeling. Fühlen. Or how a world appears moment. Oder wie die Welt macht. Without turning it into a generalization. Ohne es in eine Verallgemeinerung zu verwandeln. Bringing attention away from thinking. Die Aufmerksamkeit von dem Denken wegführen. From only being involved in your thinking and thoughts. Von dem einzigen involviert sein von dem Denken to your breath. Auf den Atem. The breath, which is always with you. Der Atem, der immer mit Ihnen ist. And weaves mind and body together. Und der den Körper und den Geist miteinander verwebt. And your attention to your body. Und die Aufmerksamkeit auf den Körper. And to the phenomenal world, moment after moment. Und in die Welt der Phänomene, Moment für Moment. And allow the world and this attention itself to form you. Und gestatten Sie der Welt und dieser Absicht selber, sie zu formen. Or let this happen sometimes. Oder lassen Sie manchmal geschehen. Stand still. Stehe still. The world will find you. Die Welt wird dich finden. And it's always here. Und sie ist immer hier.
The trees and bushes are not lost. Die Bäume und Büsche sind nicht verloren. You do not have to be lost. Du musst nicht verloren sein. Thank you very much. Vielen Dank. It was a pleasure for me to be here with you this afternoon. Das war mir eine Freude, mit Ihnen hier heute Nachmittag zu sein. And thank you for translating.